Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf der Tour mit dem Robot Griffin. In der letzten Folge haben wir ja die ersten Minibosse gesehen und da wollen wir mal sehen, was wir hier noch so finden. In dem Sinne, geht los. Die Lugstrahlen hatten wir ja reingeguckt, da gab es jetzt nur das normale Zeug, was wir gesehen haben. Und nicht halt dieses Zeug von Eternal. Müssen uns halt alle Tiere mal angucken. Die meisten machen wir zwar weg, weil wir ja sammeln wollen, die ganzen Sachen, die wir brauchen. Aber zwischendurch müssen wir auch mal gucken. Elementar Poison. Ja, die Poison, die waren nicht so gut. Man sollte meinen, die betäuben, wegen Poison. Aber da hatten wir gemerkt, dass die Elektro-Dinger da besser sind. Von den Petris. Gibt's hier noch Trodons? Ich hatte mir überlegt, wir haben ja, oh, da ist wieder so ein tolles Ding. Der ist fast tot. Was bist du denn für ein? Ein Terizino. Normaler Terizino. Okay. Wir hatten ja gesehen bei Hotshots, die hatten ja so einen Spino, der gegen Strahlung schützt. Da, doch, guck, wir haben schon wieder Kristalle gekriegt. Irgendwo wurde irgendwie wieder was gekillt. Da ist ja der Miniboss. Einer von denen, die wir gefunden haben. Ist die Frage... Stopp, da unten ist so ein Kanu. Die Frage, wollen wir den machen oder nicht? Weil bei dem anderen kleinen Skelettding gab es ja nicht viel, ne? Da vorne liegt noch ein Element Lightning Shadow. Oh. 4 Eternal Primeat. Also viel Topo hat er nicht, ne? Primeat haben wir da. Da haben wir noch Poison, will ich nicht, aber den Lightning. Vielleicht kann der auch betäuben, Blitze machen und so. Müssten wir sehen, ob wir die anderen wegkriegen. Kann ich eigentlich von hier aus schießen? Tatsache. Sehr schön. Müssen wir nur die anderen erstmal wegkriegen. Das war bestimmt der Poison. Und cool Poison. Wo ist er? Hier sollte er auch nicht sein. Da ist er. Keine Angst, ich habe die nicht vergessen. Eine Tasche, ja. Aber der hat einen Wendekreis wie ein Bus, Leute, ne? Eben die Tasche gerubbt. Zack. Was war da denn drin? Was ist das denn? Alpha Reaper King Bob. Okay, also so ein Stück von der Wirbelsäule, wie es aussieht. Diese Trophäe beweist, dass du zu Recht ein Jäger bist, okay? Tja. Noch ein Eternal Spyglass. Das finde ich ja nicht so toll. Aber egal, gehört mit zum Mod. So. Das war der Lightning, ne? Ja.
Liegt er schon? Nee. Der liegt schon. Zum zähen Fisch füttern. Ha. Ach, passiv tame. Oh, nein, 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 was denn? Was denn nur? Jetzt hat er den bestimmt platt gemacht. Also den hier müssten wir damit anstatt Fisch halt mit diesem. Tja. Mit diesem Mietern füttern, ne? Welchen Level warst denn du? Level? Sehe ich nicht. Läffle 600. Na, den mache ich natürlich nicht platt, ne, Leute? Vielleicht geht das ja doch mit reinlegen. Da steht zwar passiv tame. Sollen wir es versuchen? 90 rohes Filet. Filet haben wir nicht bei, ne, oder? Halt 4 Eternal Prime Meat. Versuchen wir es mit Eternal Prime Meat. So, ich port mich kurz nach Hause. Auch wenn da steht, ne, passiv versuchen. Weil Mod und so. Ansonsten müssten wir später nochmal vorbeikommen, weil der schläft ja jetzt ewig, ne? Ich weiß, es gibt so eine Potion, die ihn wieder aufwachen lässt, aber. Ich weiß erstens nicht, welche aus dem Kopf. Und zweitens haben wir die noch nicht gemacht. Bevor ich da jetzt stundenlang suche, versuche ich es mit Firma Primeat. Wenn er das nicht haben will, dann nicht. 4-mal Primeat. Zack. Das können wir schon mal reintun hier. Zack, zack. Tja, das weiß ich nicht. Zack. 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 Was du? Eternal Christen Poison Error. Okay. So. Das tun wir hier rein. Der macht sogar Hunger, okay. So, die hier weiß ich gar nicht. Tja, Alpha Reaper, glaube ich. Ich tue es mal da unten rein zu den normalen Trophäen. Zack. So. Und dann duseln wir mal zurück und gucken, ob es klappt oder nicht. Wenn nicht, dann, achso, die Kristalle könnt ihr auch noch hier lassen. Dann nicht. So. Probieren geht über Studieren, Leute. Geht los. So, wir sind wieder da. Schauen wir mal, überhaupt aufs Inventar zugreifen kann. Mir vielleicht voll. Kann nicht füttern. Schläft nicht. Aufs Inventar kann ich auch nicht zugreifen. Okay. Der hat bestimmt ganz viel Topor. Tja, wie lange hält denn das Fleisch? Naja, komm, dann nehmen wir das erstmal mit. Dann mach's gut, schlaf gut. Und wir sehen uns bestimmt später.
So, nachdem wir den schlafen gelegt haben, unnützerweise. Ich dachte wegen Eternal, dass er vielleicht. Ja, man hätte im Fernglas gucken können. Aber ich habe nur darauf geachtet. Was ist hier unten los? Aber ich habe nur darauf geachtet, was er für Kibbel braucht. Und dann dachte ich einfach mal losdüseln. Darf ich hier mitspielen, Leute? Da ist eine Tasche, da ist ein Vieh. Weg damit. Da oben ist auch noch eine Tasche. Wir sammeln alle Taschen ein. So. Da. Tasche her damit. Hat sich ja wieder gelohnt. So. Hier war auch noch eine Tasche. Das hat, oh, ein Amorstein mit 86. Sehr schön. So, das ist wieder DNA, Orb, Dino-Blut, wieder Eternal Kibble, Mystical Pike. Wieder ein XP-Trank und wieder ein, so ein Amorstein. Den kann man dann hier in Rüstung reintun und das gibt zusätzlich Rüstung bei Dinos. Wir haben auch schon welche gefunden. Die Standarddinger sind 50 und dann gibt es auch welche mit mehreren 100 und sowas. Also nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Nochmal weitergegangen. Geflogen, wie auch immer. Was wir noch finden. Was hier so kreucht und fleucht. Was bist du denn für ein? Ein Lightning. Level 580. Na. Den versuchen wir uns doch zu gönnen. Ja, klar. Lande mal hier. Gleich mal ab. Fall dem hoffentlich nicht volle Füße. Oh. Was das? Rechi. Der war doch gerade unsichtbar. Das ist nochmal das Sabertooth. Du? Ein Indominus Agent. Na, den machen wir aber erst weg. Indominus Agent. Zip. Oh, wir haben hinzugefügt irgendein komisches Hide. Was ist hier drin? Das war normaler, ne? Nichts drin.
Nicht drin, nur Schmutz. So. Ach, da ist er ja. Den wir eigentlich haben wollen, ne? Nicht runterfallen. Bleib hier. Ich wollte doch eigentlich gucken, was das für Height ist. Kann ich hier landen? Ja. Fall ich runter? Natürlich nicht. Schön. Er liegt. Das wird putzig. So. Was willst du denn haben? Komm, wir haben Primate mit. Vier Turtle Primate. Natürlich, haben wir. So, erstmal kriegst du eine Taming Potion. Das nehme ich an mich. Der hat doch schon Hunger wie Sau. Nö, und keine Taming Potion. Vier Tuck. Wieder her. Ah, Mann. Sehr schön. Zack. Zack. So, jetzt können wir mal gucken, was wir da eingesammelt haben vorhin. Dich legen wir mal hoch. So. Wir haben wieder zwei Idominus-Tocken. Wir hatten noch irgendwie Leder gekriegt. Ach da. Idomheit. Skin hacked from a dead end. Spezial-Stealth. Unsichtbarkeit. Okay. Wie immer das gehen soll, aber das macht wohl unsichtbar. Stealth. Unsichtbar. Okay. Ist halt so. Keine Ahnung. Das kann ich hätte drin lassen. So. Wir haben ein Vieh eingesackt. Und nach diesen Edominus-Dingern müssen wir mal Ausschau halten, ne? Sie haben also Stealth-Eigenschaften. Und Stealth ist für mich, dass unsichtbar ist, dass es nicht so leicht aufzuklären ist. Oder dass man vielleicht für Tiere unsichtbar ist. Das ist nur die Frage. Oh, was habe ich denn da gehört? Bleibt nur die Frage, wie man das einsetzen kann. Was ist da oben? Was bist du denn? Prime hier dann. Oh. Nee. Hyäne belandet. Was kraucht hier unten rum? Du? So eine Libelle. Aber den Prime, den gönnen wir uns. Kriegen halt immer diesen Buff, ne? Dass wir immer weniger Schaden machen bei ihm. Deswegen müssen wir zwischendurch dann Pause machen. So. Hier ist doch wieder so ein Miniboss. Also, komm, wir testen mal so einen Miniboss. Dass wir so einen Miniboss mal fertig machen.
Das war's schon. Hä? Darf sich sowas überhaupt Boss nennen? Hm. Die können nicht viel. Hat er eine Tasche liegen lassen oder so? Nö. Okay. Tja, so viel zu dem Miniboss. Das sind echt Mini-Mini-Mini-Bosse. Okay. Was bist du denn überhaupt? Das sieht doch nach Feuer aus. Bist du auch Knockout, oder? Knockout, ja. Nicht du. Du. Knockout, und was brauchst du? 3 Prime Meat. Haben wir nicht. Ach, welches Level warst denn du? 360. Das ist mir zu niedrig. Bei Max Level 600 wollen wir denn nicht. Was war das? Du wurdest getötet von Prime Dragonfly. Oh nein! Mein Dino! Meine Dinos! War doch nur 360, das Mistvieh! Nun, lass mich wiederkommen, ich muss meine Dinos ranporten. Hallo? Weißer Bildschirm, hallo? Was ist denn jetzt los? Nun komm! Ob ich sowas hasse, ne? Lade? Ja, komm, mach. Wenn das so länger dauert, ist mein Ding gleich hin. Ja, ja, toll. Super. Bist der Held. Ja, fertig jetzt mit der Animation hier. So, alles rein hier. Dann hier. Recovery, da. Hallo? So. Und nackig runtergejammt. Und sofort meine Viechers rangespawnt hier. Ach, wo ist denn die Fernbedienung? Da. Skylord, wie geht's dir? Noch fit? Gut. Und Pyroschatten? Auch da. Sehr schön. Also außer ein bisschen Ego geknickt, von einer kleinen Fliege quasi gekillt, ist alles gut. Hey, ich hatte eigentlich nur Angst. Da geht die gar nicht auf die Tiere, diese kleine Scheißding. Das geht nur auf den Reiter dann los. Das kleine Libellenmistviech. So, alles hier neigekloppt. Und mal repariert, ne?
Was fehlt denn? Seide. Oh je. Seide. 2500 hier raus. Pull. Nein. Reparieren. Reparieren. So. Tun wir erstmal das Eternal-Zeug weg, da müssen wir im Inventar wieder neu sortieren. So. Das Eternal-Zeug. Das kommt, nein, das kommt, nein, das. Nee, du nicht. Hey, du nicht. Du gehörst da auch nicht rein. So, das soll da auch noch rein. Das noch, das noch, das noch und das noch. So, das Leder. Leute, wie gesagt, keine Ahnung. Wird sich alles, denke ich mal, noch ergeben. So. Fangen wir mal eben an, das zu sortieren wieder. Geht der Ratzpatz, ist ja eigentlich nur umgedreht eingefüllt worden quasi ins Inventar wieder. Von daher geht das eigentlich ruckzuck. Nur das muss auch gemacht werden, weil ansonsten dreht er durch. Wenn die Reihenfolge nicht stimmt und so, das wisst ihr Leute, das kann er nicht ab. Da kann er nicht drauf. Ach so, hier könnte auch eine rüber. Kommt da gleich ein Hilfsmittel. Ach, packe ich gleich ein Hilfsmittel rein. So, wo waren wir da? So, ist gleich geschafft. Und dann ist er wieder halbwegs glücklich. Da müssen wir nur ein paar Schmerzen immer noch von so einer kleinen Libelle quasi fertig gemacht worden zu sein. Ach je. Ich würde ja fast sagen, zum Glück hat es keiner gesehen, aber das war ja wohl dann nix. Ach je. Naja. Passiert einfach. Weiß zwar nicht warum mir, aber passiert einfach. So. Dann gucken wir mal auch mal nach, was der hier noch kann. Das war jetzt zu schnell. Das habe ich jetzt nicht so schnell lesen können. So, das ist ein Lightning. Lightning. Hatten wir nicht noch einen Alpha-Drachensattel? Alpha-Wibbern. Diese Alpha-Wibbern-Sättel, die sollen überall drauf können. Alles, was einen Sattel trägt, außer beim Spacewall und Space Delfin, soll man die nicht drauf machen. Und vor allem, die sieht man dann gar nicht, die Sättel. So. Gehen wir eben mit dem kurz raus. Dann gucken wir mal, was unser Frettchen hier kann. So. Normal. Also, das ist die linke Maustaste. Die rechte Maustaste. Da macht er gar nichts. C. Nichts. X. Nix. Steuerung. Gar nichts.
Okay. Also, oh, aber springen kann er. Hihihihi. Ja, Leute, ansonsten kann er anscheinend nichts. Okay. Müssen wir mal testen, wie stark der ist oder so. Das werden wir noch die Tage machen. So. Dann stellen wir den auch als Neuankömmling erstmal hier hin. Den Sattel stibitze ich ihm erstmal wieder raus. So, weil wir den Sattel für alles nehmen können. Aber Leute, in dem Sinne, sag ich mal, mit hier unserem neuen Freund Anton hier, wir haben soweit einiges gesehen. Wir haben Miniboss gemacht, der echt mini, mini, mini war. Und wir sind einfach gestorben durch eine Libelle. Was wir eigentlich rausschneiden und sagen wir einfach, ist gar nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz, in dem Sinne würden wir mal von hier aus sagen, erstmal Tüdelü und Tschüss.